Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, wir stehen mitten in der Pampa, nachdem wir das letzte Mal in Redricks Festung waren und gemerkt haben, dass wir da nur einen auf die Mütze kriegen. Ich wundere mich gerade, warum das Ding hier gelb ist und die anderen beiden grün. Naja. Ja, wir waren auf jeden Fall in Redricks Festung, haben mit Redrick gesprochen, haben einen Haufen Zeug erfahren und es ist alles schief gelaufen. Okay, deswegen habe ich beschlossen, als nächstes Caed Nua anzugehen, aber vorher Zwischenstopp in Goldtal. Wir müssen nämlich rasten. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir unsere Vorräte aufstocken, wieder auf 2. Dass ich nicht die ganze Zeit nur mit meinem Notfallvorrat rumreisen muss. Und dann gehen wir nach Caed Nua und hoffen, dass wir uns da jetzt mit den Schatten aufnehmen können. Vielleicht noch ein letztes Gruppenmitglied. Wir sind nämlich immer noch nur zu fünft, in Anführungszeichen. Und dann sehen wir weiter. In Redricks Festung ist ja damals nicht alles so glatt gelaufen. Wegen eigener Unfähigkeit und Unwissenheit. So, hallo. Good day to you. Wir würden gerne Waren sehen. Erstmal werfen wir, was wir so haben, in die Sammlung rein. Die beiden da zum Beispiel. Das da, Säbelstilett, Kriegsbogen, Zauberstab, Streitkolben, Knüppel jede Menge, Streitkolben noch mehr. Achso, wir hatten 3 Seiten, hehe. Okay, die ganzen Mordäxte können auch weg. So, noch mehr Streit kommen. Stilett, Hammer, Zweihänder. Die ganzen Schilde mal aussortieren. Kriegsbögen können weg. Stilett, Stilett, Zauberstab, Zauberstab. Säbel, Säbel, Säbel. Säbel alle bis auf einen erstmal. So, 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 so. Zauberstab. Und dann gucken wir hier. Stilett, 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 Stilett kann weg. Das, das, das kann alles weg. Ja. Du kannst weg. Noch mehr Säbel. Der Zapi-Speer kann weg. Bögen können weg. Zweihänder können auch weg. Wir haben nämlich 2 gute Zweihänder da oben. Schwerter können auch alle weg. Wir haben nämlich ein gutes Schwert. Piken und Speere können weg. Streitkolben können alle weg. Zepters können weg. Kampfstäbe weg. Da ist noch ein Schwert. Eine Arbalest kann weg, dann kann auch das Schild weg. Und das Schild kann weg. Rüstungen. Ja, da wird es noch viel schöner. Robe, Robe. Einfache Kleidung erstmal und Roben aussortieren. Noch mehr Roben und einfache Kleidungsstücke. Robe. Robe, Robe, so. Das da oben waren Sachen, die wir aufheben wollten, außer diese Lederrüstung. Brigantine. Also erstmal die ganzen überschüssigen Kettenpanzer weg, würde ich mal sagen. Und zwar alle, weil wir haben hier sogar noch einen guten Kettenpanzer, da können wir den benutzen.
Ich habe 2 für 2, die ganzen hässlichen Lederrüstungen können weg. Da ist noch eine Robe. Gambasson kann, glaube ich, auch so gut wie alles weg. So. Schuppenpanzer können auch weg, bis auf einen. Da ist noch so eine Lederrüstung. Die können wir alle verkaufen, die brauchen wir auch nicht mehr. Da ist noch ein Gambasson dazwischen. Und eine Robe. Von denen können auch alle mal weg, bis auf einen. Moment, war das Brustharnische? Nein, Plattenpanzer. 12 Schadensreduktion. Der macht 10 Schadensreduktion. Hm? Lassen wir es mal so. Und von den Roben oder von denen können wir auch alle bis auf eine mal weggeben. So, Helme und Ringe. Ring der Befreiung. Hm? Umhänge bringen alle nichts. Die können alle mal weg. So. Dann können die Kutten weg und die gefütterten Hauben. Jupp, da ist noch ein Umhang. Der Topfhelm kann weg, die Vollhelme können auch alle weg. Da. Guckt euch mal an, wie viel Geld wir schon zusammen haben. So, von denen können auch mal alle weg, bis auf einer. So. Der Helm mit kleinen Hörnern, den würde ich gerne mal anprobieren. Helm mit Wiedergeweih. Ich könnte die Fallen verkaufen. Die behalte ich aber mal. Katze. Nee, und Zutaten auch nicht. So, dann werfen wir mal die Schutzmauer und einmal Campingbedarf rein. Und kriegen nur noch so viel. Gut, brauchen wir sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Die guten Säbel möchte ich mir nämlich selber machen. Und handeln. Und tschüss. Und wir haben ziemlich viel Kohle. So, einmal die Schutzmauer bitte, die schon mal ziemlich nice aussieht. So, dann brauchen wir den Säbel. Und das Ding hätte ich auch gerne mal wieder. So. Ein Flammenstrahl, den kannst du sicherlich verwenden. Hoffe ich mal. So, und jetzt zu dir. Ja, wir können dich zu einem guten Säbel machen. Kostet 600 Gold oder Kupferstücke. Verzaubern bitte. So. Damit macht er definitiv schon mal mehr Schaden. So, jetzt haben wir noch das Schild mit der Abwehr. Gut, plus 4 Schildabwehr. Können wir das hier noch gut machen? Ja, könnten wir theoretisch. Da ist aber unsere letzte Pilgerkrone weg. Weil wenn ich das hier reinmache, dann sinkt meine Abwehr wieder um 1. Lassen wir das mal so. Testen wir das Ganze mal aus. Jetzt müssen wir das Ding noch hier. Oh, wir können dem noch alles Mögliche geben. Gut können wir nicht. Dafür fehlt uns eine Pilgerkrone. Da bin ich schon mal froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ihm gut gegeben. Feuerpeitsche könnte ich ihm geben. Ja, das klingt gar nicht mal so unverlockend. Ich kann eh nur eine von den Sachen hier reinstecken. 3 Punkte fehlen schon mal. Dann werde ich wahrscheinlich auf irgendwas von hier verzichten müssen. Ist sowieso so ein bisschen blöd, sich so zu spezialisieren, aber die Feuerpeitsche klingt schon mal nicht schlecht. So. Jetzt kann ich damit feuern. Gut, jetzt müssen wir doch eine Pilgerkrone finden.
du könntest eigentlich theoretisch mal alle Zauber lernen. Die kosten ja nur 200 Kupferstücke. Aber nee, das Geld spare ich mir jetzt erstmal Ja. auf. Jetzt gehen wir rasten und dann geht's zurück nach Kid Nua. Ja, schon mal gut, dass Ether jetzt den besseren Säbel hat. War halt blöd, dass ich ihm das hier gegeben habe, Ritter. Ich hätte ihm was Besseres geben können, aber naja. Fehler macht man halt am Anfang in einem Blind-Let's Play. Das macht das Ganze spannender. Weil da scheint wirklich der Säbelrassler-Typ zu sein, also kriegt er auch einen Säbel. Okay. Gods keep you. So, einmal rasten. Dann sind wir wieder fit. Ich frage mich gerade, wie viel Ausdauer hat mein Fenris eigentlich? Muss ich gleich mal gucken, weil Edda hat schon 100 Ausdauer. Fenris hat 72, der hat weniger als ich. Schon ein bisschen übel. Was ist das da hinten? Eine Pilgerkrone. Way. Das nenne ich mal Glück. Dann wird das hier gleich verzaubert. Vier Genauigkeit und mehr Schaden. Sehr schön. So, jetzt geht's nach Kid Nua. Ein Tag. So. Und dort versuchen wir jetzt dann wieder die Geister auszumerzen, die sich uns in den Weg stellen. Ja, aber ich kann nur auf mein Lager zugreifen, indem ich raste. Ja, das ist okay. Vielleicht reicht Kate nur auch aus für das nächste Level ab. Ah, falsches Gebäude. Da will ich nicht rein. Ich will hier drüben rein. Alles andere habe ich ja erkundet. Der östliche Wachturm ist leider zusammengebrochen. Das heißt, da kann ich also nicht raus. So. Einmal ein Quicksave, wenn wir schon hier drin sind. Clearly of a deer and make. They like their archways. Okay. Ganz langsam vortasten. Okay, es kommen viele. What? Schutz. Du nach vorne. Und du hilfst mit. Gleich schon mal einen schönen Schuss. Und du Geschosse. Okay. Alle auf den einen. Was machen wir jetzt? Yes. Du versuchst den davor uns wegzukriegen. What? Du wirk einfach mal Stopp. Hey. Du heil dich selber. Okay, du wirst runtergeprügelt wie nichts Gutes. On your word. Die Jungs sind noch alle unverletzt. Oh,
It's all blood. What? So. How may I help? Du kommst mal rein. Okay, Edda ist wieder aufgestanden von der Bewusstlosigkeit. Wir schießen mal auf den. Und dann wollen wir weiter hier rein. So, du hast nur zwei bis jetzt. Du. Heil nochmal Edda. Damit der nicht umfällt. Nochmal umfällt. Ja.